Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Das auf dem Weg. Hauptpilzpark. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen reinzuwaschen, dann er. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. So, jetzt noch einmal richtig, sorry, wenn ich da gerade so reingehustet habe und Geräusche gemacht habe. Errungenschaft, freigeschalten, entehrt. Quasi das erste Kapitel haben wir erfüllt. Und dann haben wir da einen Missionshinweis bekommen. Ziele, triff die Kaisertreuen. Jawohl, in der Bar müssen wir die Leute jetzt treffen. Dann gehen wir doch da jetzt erstmal hin, oder sollen wir uns gleich erstmal umschauen? Nein, wir gehen gleich direkt dorthin. Da drinnen arbeiten sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. So, dann schauen wir unsere Freunde doch mal an, oder? Wir haben ihn gefunden. Selbst nach 6 Monaten Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lordregent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Hauntpitz Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. So, dann gehen wir mal zu Piero. Aber wir reden nochmal mit ihm. Schon mit Piero gesprochen? Nein, noch nicht. Er stellt die Waffen her, die sie bei ihrer Flucht aus Coldridge hatten. Okay, dann mach mal das. So, jetzt schau ich jetzt mal hier. Was hast du da? Jawohl. Materialien einsammeln. Looten ist immer dabei, ne? Zack, zack. Aprikosentörtchen. Den Unzen, Münzen. So, aber ich sag euch, die Erkältung macht mich gerade echt kirre. So, ich schaue mich nochmal hier ein bisschen um. So. So, wir gucken mal überall nach, ob wir hier ein paar Materialien finden. Wie hier so verarbeitet. Walöl. Sieht ja ganz gut aus. So, was hast du hier? Was unzerstörbare Tür. Schlüssel zur Kanalisation und Hafen. Ne, haben wir noch nicht. Aber wir haben hier die Abkürzung gekriegt, ne? So, und wie sind wir hier hoch? Hallihallo, du bist alles. Ach, das ist dein Zimmer, okay. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace!
Bring mir bitte zwei Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen. Und dann noch ein sauberes Glas. Nun ja, ich fange morgen noch einmal an. Okay. So, dann wollen wir nicht weiter unsere Leute beklauen, außer das, was wir dürfen. Wem könnte jetzt das... Wahrscheinlich Admiral, hä? Huh? Was hast du hier? Erzählungen eines Walfängers, Band 2. Havelocks Tagebuch, erster Eintrag. Lesen. Es ist einige Tage her, seit unsere Männer losgeschickt wurden, um Waffen für Corvo in der alten Kanalisation zu hinterlegen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Darum bleibt mir nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass sie die Pakete an ihren Bestimmungsort bringen konnten. Hiero hat viel Zeit und Mittel darauf verwendet, diese Waffen herzustellen. Wenn ich einen Weg finden könnte, sie in größeren Mengen zu produzieren, wäre Dunwalls Marine die bei weitem größte Macht auf der ganzen Welt. Doch zurück zu Corvo. Wird es ihm gelingen, aus Coldridge auszubrechen? Und falls ja, wird er bis hierher kommen? Ich denke, seine Chancen stehen 1-5. Erzählung eines Walfängers, Band 1. Ho! Oh, das ist eine Menge zum Lesen. Aber ist das jetzt... Ist das jetzt geschichtsträchtig? Das weiß ich nicht. Erzählungen eines Walfängers, Band 1. Oder die früheren Abenteuer eines Walfängers. Meine Schwester Nina und ich verließen Tyvia gemeinsam und sagten, lebe wohl zu unseren Tanten. Zu unserer Tante, Entschuldigung, die uns seit unserer Kindheit großgezogen hatte. Wir ließen unsere Heimatstadt, Yaro, und die kalte, aber wunderschöne Landschaft, die wir unser Leben lang kannten, zurück und gingen an Bord eines Schiffes nach Dunwall. Unsere Eltern hatten uns ein beachtliches Erbe hinterlassen und wir gaben die Hälfte davon aus, um die Hauptstadt zu reisen und dort einen kleinen Importwarenladen zu eröffnen, der mit tyvianischen Fellen handelte. Nachdem ich Nina dabei geholfen hatte, das Geschäft aufzubauen, war ich frei zu tun, wovon ich schon immer geträumt hatte. Das Aufregendste, was ich jemals gemacht hatte, war, auf einem Walfänger anzuheuern, und ich sah es als Mittel zum Zweck, eines Tages mein eigenes Schiff zu kommandieren und schließlich eine Flotte ähnlicher Seefahrzeuge zu besitzen. Mit Tränen in den Augen gab mir Nina einen Kuss und sagte, mir lebe wohl. Ich sollte sie viele Monate lang nicht sehen, wiedersehen. Als ein Lehrling Als ein Lehrling des Vorarbeiters konnte ich die Jagd und das Töten der großen Bestien aus nächster Nähe verfolgen. Nichts begeisterte mich so sehr wie der Wind und die tosenden Wellen. Die Hatz auf einen verwundeten Wal. So, die Hatz jetzt, alles klar. Von einem Strang von Kabeln gezogen zu werden, der sich in sein dickes Fleisch verhakt hatte. In diesen ersten 7 Monaten veränderte ich mich mehr als in den letzten 7 Jahren. Der Walfang hinterließ so starke Spuren, dass mich Nina bei meiner Rückkehr kaum wiedererkannte. Sonnengebrannt und mit dem verstärkten Muskeln Wetterfalten, die sich in meinen Augenwinkeln gebildet hatten. Aber sie konnte erkennen, dass ihr voller Freude darüber war, meine Bestimmung gefunden zu haben. So, das war das erste Band. Gehen wir gleich rüber zum zweiten Band. Oh, hier haben wir, war zuvor noch. Nehmen wir mal erst den Walfang. Dann haben wir das auch. So, das ist das zweite Buch. Erzählungen eines Walfängers, Band 2. Oder der letzte die letzte Reise eines Walfängers. Nach über einem Vierteljahrhundert ist es Zeit, das Walfangen an den Nagel zu hängen. Mein Körper ist zu zerschunden, um weiterzumachen. Ich habe die Küsten aller Inseln gesehen und habe mehr Gold verdient,
als die meisten Männer ihr Leben lang sehen. Aber es ist alles weg. Ich habe einen Kaiser. Was? Ich habe einen Kaiser kommen und gehen sehen, war Zeuge, wie seine Tochter den Thron bestieg. Was für eine holde junge Kaiserin sie war. Aber sie wurde noch so jung an Jahren ermordet. Alles, was schön ist, muss sterben, so scheint es. Ich habe in jedem Hafen der bekannten Welt gespeist, habe die einsamsten Gewässer gefahren, die man sich vorstellen kann. Ich habe die Klippen rings um Pandysien gesehen. Doch selbst die schönsten Erinnerungen geben mir nicht einmal eine Unze Freude. Die Jahre suchen mich in meinen Träumen heim. Eine Reihe zerhackter Körper, langseidig glänzend und in den Wellen, im Mondschein singend. Nur um von hässlichen, vom Wetter gezeichneten Männern mit ihren Speeren erlegt zu werden, die sich selbst für ein gutes Paar Schuhe abstechen würden. Ja, Entschuldigung. Jedes Jahr hatte ich weniger Zeit, um nach Hause zu kommen. Meine Zunge verlernte das Sprechen der heiteren Konversation und die in den Städten wohnten, hielten mich für einen komischen Kauz. Meine Schwester Nina wusste kaum, worüber sie mit mir während meiner Besuche sprechen sollte, als sie ihr Geschäft an einen korrupten Anwalt des Lordregenten verlor. War ich 100 Meilen östlich von Morley, meine Hände vom Schneeregen gefroren, als wir den ersten Bullenwall jagten, den wir seit Monaten gesehen hatten. Ich half ihr, wo ich nur konnte, aber Nina starb in den ersten Tagen des Seuchenausbruchs. Nichts davon spielte eine Rolle. Wenn ich verbraucht und bitter bin, dann deshalb, weil diese Industrie mir meine Träume geraubt hat. Die Welt hat mich besiegt. So. Ah, Entschuldigung, meine Erkältung macht mich gerade echt zu schaffen. Hören wir uns noch den Audiographen an. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Martens Verbesserungen zeigen Wirkung. Und der frühere Leibwächter ist unterwegs zur Sammelstelle. Mit Pendletons Stimmen und meinen Verbindungen zum Militär fehlt uns nur noch die Fähigkeit, mit kontrollierter Gewalt gegen bisher unzugängliche... Ach, genug. Wir brauchen jemanden, der die Schweine umbringen kann. Corvo ist ganz sicher dazu in der Lage. Ende. Das ist aus. Schalter, wo ist der Ausschalter? Ja, das kenne ich. Ich finde auch nicht meistens den Ausschalter. So, die Marine und die Flotte. Entschuldigung. Auszug eines Buches über die Geschichte der Seefahrt. Zwar besitzt jede der Inseln die eine oder andere Flotte, aber keine wird so sehr beneidet wie die von Crystal. Mit ihren langen, stolzen Geschichte großer Schiffe und der Admiräle, die sie kommandierten. Jungen, die in den Städten von Crystal aufwachsen, hoffen eines Tages selbst ein solches Schiff zu befehligen. Große Familiendynastien werden von den Kapitänen begründet, die berüchtigten Piraten zur Strecke bringen und aufrührerischen Aufständen zerschlagen, so wie die Zeiten des Morillenaufstands. Ob Krieg oder Frieden, Crystal ist ganz vorne dabei, wenn es um eine Innovation auf See geht, die von Anton Sokolov persönlich entworfenen Schiffe stehen für die höchsten Standard im Walfanggewerbe und erlauben ihren Besatzungen, ihre Beute an Deck zu ziehen und dort mit der Bearbeitung zu beginnen, während das Schiff sich noch auf dem Rückweg nach Dunwall befindet. Die Besatzung kann dabei beobachtet werden, wie sie an ihrem letzten Fang arbeiten, während ihr Schiff langsam den Grand Haven emporfährt, um an einen Ausleger einer einflussreichen Warenhausfirma wie Gravens Wahlhaus anzulegen.
hoch in den Tanklage. Sorry, hoch in der Tanklage. Befestigt und von hinten durch die untergehende Sonne beleuchtet, ist die Silhouette einer dieser Kreaturen ein bewegendes Schauspiel, während sie sich zu ihren letzten Ruhestätte im industriellen Herzen der Hauptstadt begibt. So, dann haben wir das auch. So, ich versuche wirklich alles zu lesen, was wir finden. Ja, wenn ihr das nicht hören wolltet, dann skippt bitte einfach nur weiter. Alle Gegenstände, die bei solchen Versuchen gefunden so werden, sind... Oder ich sag mir... Oh, Lieder der Harpune... was? Harpuniere, Entschuldigung. Auszug eines Buchs von Seemannsliedern. Ja, aber gut. Das werde ich nicht vorlesen. Weil ich kann nicht singen. So. So, da ist die Putztante. Hallo, die hat Schlüssel. Lydia. Die Litanei des Weißen. Der Weißen Klippe. Okay. Die Litanei der Weißen Klippe. Auszug aus einer Schriftreihe von Aufseher. Anrufungen verfasst von Oberaufseher Abraham Templeton. Und ich sage euch, Brüder. Hier stehen wir als gerechte Kraft gegen die erwachsenen Finsternis. Hier verbünden wir uns gegen die Geister des Unbekannten, die uns schreiend in die Nacht herauszerren wollen, damit wir nie mehr zu unserer Heimat, zu unseren Familien zurückkehren können. Zusammen werden wir ein Hirtenstab für die sein, die sich von der Herde entfernen, hin zur nebligen grauen Ödnis des Outsiders. Wir werden mit unseren tugendhaften Handlungen ein helles Feuer entfachen, so dass andere sich nicht verirren. Und die, die sich dafür entscheiden, in der Ferne zu ziehen, weit über die Mauern unserer Heimat hinaus, werden wir rasch niederschlagen, noch bevor sie die Herzen ihrer Nachbarn mit Zweifeln und Merkwürdigkeiten füllen können. Aber sorry. So, mal kurz F5. Das ist nämlich die Schnellspeicherfunktion. Mega gut. So, jetzt sind wir wo? Wir müssen noch zum Piero. Zack, zerab. Das ist ein Weinkeller oder ein Bierkeller. Das sieht nach Bier aus, oder? Die Chargennummern stehen auch mit bei. Nee, Whisky ist das, sorry. Achtung, Bürger von Landburg. Während des schrecklichen Mordes an ihrer Mutter vor 6 Monaten wurde Lady Emily Caldwin entführt. Jeder, der Hinweise besitzt, die zum Auffinden und zum Friedmann hat gesagt, es sei für die Putzfrau, gell, wenn Geld am Boden liegt. Hier nicht. Wir brauchen wie die Kohlen. So, jetzt gehen wir noch schnell hoch. So, lass mal sehen. Ah, was hast du hier? Heilkräuter. Sehr gut. Da ist der Piero. So, wir gehen aber doch schnell hoch in den zweiten Stock. Oder waren wir hier schon drin? Nee. Guck mal hier. Auf jeden Fall gibt es hier eine Menge zu lesen, stelle ich gerade fest. Hier, schau mal. Erzählung eines Walfängers, Band 2. Das haben wir gerade. Der Schatten von Bitterleaf. Das ist doch schon wieder Denglisch, oder? Bitterleaf. Ah, ich fand meinen Weg im flackernden Licht des erstrebenden Feuers und sah sie bei der Arbeit. Eine große Nadel huschte in ihrer Hand umher und folgte genauen esoterischen Mustern. Knoten und Schlaufen der Schneiderkunst längst vergangener Tage. Während sie die Nadel führte, verkrampfte und schüttelte sich sein Körper und brachte den Holztisch zum Schwingen. Eine morbide Faszination zog mich näher zum Tisch, bis sie mir ihr ausdrucksloses Gesicht zuwandte, während sie mit der Nadel in seinem Fleisch innehielt. Mit vornehmer Stimme hob sie an: Du bist also die Geliebte, nehme ich an?
und du warst treulos und jetzt ist deine Stunde gekommen, wiederhergestellt zu werden. Okay. Sorry, zu viel Escape. So, da könnte man baden. Da ist die Toilette. Das hatten wir schon. Zack. Achtung an alle Bürger. Sofern sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre. Da waren wir jetzt drinnen, gell? Da habe ich die Tür zugemacht. Ja, das passt. Da waren wir drin. Es ist von dem Templeton. Und hier oben müsste dann der dritte Flur sein. Okay. Alter, geleck. Wallace. Da müsste dann Richtung unser Gemächer gehen. Ich glaube schon, gell? Das ist, glaube ich, unser Zimmer hier hinten. Ja, Corvus Gemächer. Okay. Hier ist schon nicht so viel. Hey, Alter, wer bist du? Cecilia, warte mal. Der Admiral diente in der Marine der Kaiserin. Aber es gab irgendeinen Zwischenfall mit dem Lordregenten, sodass er gehen musste. Okay, danke. So, wunderbar. Dann gehen wir jetzt zum Kehrung. Von Dunwall. Der alte Hafenbezirk wurde zur Evakuierungszone erklärt. Die Zahl der Weiner hat im Monat der Saat zugenommen. Daher hat der Lordregent verfügt, dass die Seuchenbestimmungen auch im Monat des Regens Gültigkeit behalten. Bleiben Sie wachsam und loyal. So, dann gehen wir mal zum alten Kauz und schauen uns an, was er uns für Waffen machen kann. Nochmal runter, zack, zack. Links-Rechts-Kombination. Links, links, rechts. Hallo. Oh, ein Haufen Zettel wieder. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstück. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Das kann doch nicht wahr sein. Der Walöl-Tank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig, das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Ja, natürlich machen wir das, aber vorher gucken wir doch mal hier. Oh, ein Schraubstock. So, Sternkarte Südhimmel nehmen. Eine zweite Lösung. Das ist echt viel zum Lesen. Junge, Junge, Junge. Machen wir es so mal bei dem Auszug, weil ich habe jetzt gerade echt viel gelesen. Das ist jetzt so wichtig. Wenn denn eher hier sowas, Pyrrhus Anfrage, wird nicht stattgegeben. Auch schon wieder so viel. Piero, nein. Ich werde diese Einkäufe nicht autorisieren. Ein Beutel zerstoßender Kristalle? Tivianisches Erz, warum können Sie nicht die wunderbaren Metalle von Crystal nutzen? Federn von Kingsbarrow. Wenn Sie Federn brauchen, sehen Sie in Ihrem Kopfkissen nach. Vielleicht haben Sie in der Akademie alles automatisch und ohne Prüfung bekommen, aber das hier ist ein Unternehmen oder das, was davon übrig geblieben ist. Und wir haben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Wir haben schon kaum noch Öl, Essen, Elixier, Baumaterial und alles andere, also müssen Sie sich etwas einschränken. Solange ich die Rechnung bezahle, werde ich Ihre Einkäufe nicht abzeichnen, solange sie nicht absolut notwendig sind. Kein Kupferdraht mehr, keine seltenen Kräuter. Wenn Sie diese Dinge benötigen, gehen Sie vor die Tür und sammeln Sie sie selbst. Halb Dunwall liegt in Trümmern, also wird niemand etwas vermissen, wenn Sie sich das alte Zeug nehmen. Admiral Havelock. So, ein bisschen Essen und ein paar Kräuter. So, wir müssen hoch und nochmal ein Walöl holen. Eine Walvisektion. Bemerkenswerterweise besaß jedes Wesen, das zu studieren mir auf dieser Reise vergönnt war, geringfügige physiognomische Unterschiede.
südöstlich von Divya. Auf dem zweiten Abschnitt unserer Reise erlegte die Mannschaft ein Weibchen etwa 42 Fuß lang. Meine Schätzungen nach wog es etwa 35 Tonnen. Das Schiff lag tief im Wasser und wogte die ganze Nacht hin und her, während das Weibchen mit dem Tode rang. Ach Gott. Im Kerzenschein führte ich meine Dissektion durch, zeichnete Skizzen und machte Notizen. Unter lautem Gebrüll schnitt ich in den Tentakel um den Mund des Weibchens. Darin fand ich viele Zahnreihen und eine Barte im Oberkiefer. Ich vermute, dass durch diese siebartigen Struktur Nahrung aus dem Wasser gefiltert wird, dass das Tier mit seinen Zähnen nicht kauen kann. Okay, ist das nicht hier die Verarbeitung von Walöl? Die Verarbeitung von Walöl. Auf hoher See halten sie die Bestie mit dem Haken und Taunen fest, die vom Hauptschiff und von zahlreichen kleineren Schiffen geworfen werden. Bojen sorgen dafür, dass der Wal nicht untertaucht. Einmal gefangen, wird ein großer Haken durch die Schwanzflosse getrieben, mit dem die Kreatur an Bord gezogen wird. Wale klagen und brüllen, wenn die Männer sie an Deck ziehen und dann in ein auf Deck aufgestelltes Gerüst hieven. Das Schiff nimmt unterdessen wieder Kurs auf Dunwall, wo die Besatzung an die Arbeit geht. Sie schneiden und fettigsten Teile der großartigen Kreatur ab, okay, während sie noch am Leben ist. War schon sehr, sehr grausam. Walölfüllstation. Sokolov besitzt nicht länger einen Vorteil, wenn es um Walöl geht. Der gute Admiral hat die Installation meines eigenen Systems bezahlt, mit dem ich hier arbeiten kann. Die Öltankspender wird nach seiner Aktivierung einen leeren Tank für die Füllung bereitstellen. Ah ja, das ist gut für uns zu wissen jetzt. Wenn der leere Tank in der Nähe der Auffüllstation gebracht wird, sollte eine magnetische Vorrichtung den Tank greifen und ihn in der richtigen Position festmachen. Mit dem Hebel startet man den Auffüllungsvorgang. Den Auffüllvorgang. Junge, reiß ich jetzt mal zusammen. Ja, ist ja gut. Wenn das Auffüllen abgeschlossen ist, kann der Tank entfernt werden und er ist einsatzbereit. Gefüllte Tanks müssen mit äußerster Vorsicht behandelt werden, da sie höchst instabil sind. Das System ist durchdacht und gut konstruiert. Scheinbar hat die Gravens Oil Company zur Abwechslung einmal etwas richtig gemacht. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Ansonsten könnten sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spekuliere, dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse hochenergetische Körpersäfte produzieren könnte. Ich könnte einen Tank für ein Testobjekt bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum erhöht und dann über Jahre hinweg beobachten, ob das Testsubjekt eine energetische Substanz bildet. Die Kaiserin wird mir sicher mit entsprechenden Anlagen einem Testsubjekt und der notwendigen Straffreiheit aushelfen. So. Wunderbar. Gehen wir mal runter und bringt das zu ihm und steckt das in den Tank rein. Und rein damit. Einfach in die Nähe der Öffnung. Perfekt. Vielen Dank, Paul. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie mega gut gut still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So, besser so? Ich kann auch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition.
aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Okay, sehr gut. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ausrüstung modifizieren, herstellen. Da schauen wir jetzt auch noch rein. So. Gekauftes. Verbesserungen. Da wollen wir reinschauen. Wir brauchen theoretisch... Oh, was? Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? Wo sehe ich denn das, wie viel wir haben? Kosten... Ah, du, wir haben 1267 Münzen. Okay. Hoppala, Entschuldigung. So. Wir werden mehr mit der Armbrust arbeiten, denke ich. Kampfbetäubungsbolzen. Die sind aber heftig teuer. Ja, präzise arbeiten zu können. Machen wir das einfach einmal. Kauf mal. Jawohl. Um die Reich... Ach, es geht noch weiter. Okay. Maskenoptik. Kugelkapazität. Bolzenkapazität. Granatenkapazität. Machen wir auf jeden Fall die Bolzen noch mit. Springminenradius, okay. Schwerthärtung, okay, das kostet mich 600. Jetzt habe ich noch 667. Ermöglicht ein weiteres aktives Knochenartefakt. Insgesamt 4. Ah, machen wir doch gleich mit. Super. Sehr schön. Ja, und dann machen wir halt eben noch die Maske, ne? Sehr schön. Haben wir das auch gemacht. Jetzt könnte man noch ein paar Betäubungsbolzen kaufen, gell? Ja, kann man. Und weiß ich so. Jetzt sind wir aber wirklich ausverkauft. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Sie haben recht, ich werde zu Bett gehen. Und das machen wir. Gute Träume. Ganz woanders. Und hier mache ich jetzt Folgenende und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Dishonored. Ciao, macht's es gut.